human spirit. So, hallo und herzlich willkommen. Dieses Video zeigt euch, weil es so viele Nachfragen gibt, warum der Hammer-Speedshot nicht funktioniert oder warum er funktioniert, warum er hängt, warum manche Sachen nicht funktionieren beim Hammer-Speedshot. Da gibt es eine einfache Antwort, die wurde mir von einem Abonnenten gesagt. Es gibt ein Update für den Hammer-Speedshot und weil mir ein Abonnent geschrieben hat, er würde gerne ein Black Ops 2 Gameplay von mir sehen, wie ich mit dem Hammer-Speedshot spiele, habe ich mir gedacht, okay, machst du das? Und das musst du erst einmal den Hammer Speedshot updaten. Jetzt bin ich auf die Herstellerseite gegangen, die man hier sieht. So sieht die Seite aus. Hammer, ja, dehammer.com. Und hier sieht man die zwei Module. So schaut es für die Xbox aus, hier. Und so schaut es für die PS3 aus. Also beide Artikel schon fast gleich aus, nur dass der eine rot ist für die PS3 und grün für die Xbox. Da unten nochmal die Anleitung. Also Bildschirm, PS3, der Konverter an die PS3 und Maus und Tastatur anschließen. Genauso bei der Xbox. Hier unten habt ihr dann noch, deswegen rockt der Hammer Speedshot so. Hier sind die Erklärungen, warum und weshalb man mit Hammer Speedshot spielen sollte. Hier auf der Seite sind die neuen Firmware-Updates, zum Beispiel neue Firmware-Updates, Möglichkeiten. Es gibt jetzt neue Dauerfeuer, Add-ons für Kreismenüs, keine Ahnung was Kreismenüs ist, habe ich mir noch nicht angeschaut. Und zwei so zusätzliche belegbare Maustasten. Na, so, hier habt ihr noch die Updates. Das ist für Hammer Speedshot für die PS3 und der ist für die Xbox 360. Zum Downloaden hier die Links. Hier und hier. Da unten sind noch die Kompatibilitätslisten. Die bekommt ihr aber dazu, werde ich euch gleich zeigen. Hier unten steht dann noch ein schöner Text, warum Konsole statt PC. Ich habe mir den Text durchgelesen, ziemlich eindeutig warum. Das geht jetzt an die PC-Spieler. Warum spielt ihr lieber PC? Und außer wegen der Grafik bitte nicht diesen Grund. Und wieso sollten wir Xbox-Spieler, also ja, die Xbox-Spieler, die was am PC spielen wollen, aber der PC zu schwach ist und sie nicht aufrüsten wollen, beziehungsweise kein Geld dafür haben. Und hier steht eine kleine Erklärung, wieso soll man den Hammer Speedshot nehmen und mit der Konsole spielen. Der Grund finde ich ziemlich cool, gespielt werden kann auf einem großen Fernseher statt auf einem kleinen PC-Monitor. Ja, es gibt auch Leute, die kaufen sich einen richtig großen PC-Monitor, also der Grund ist, ja, nicht so überzeugend. Eine kleine Produktbeschreibung, anschließen, zocken, anpassen. Der Hammer Speedshot in Action. Hier sind ein paar Videos, ja gut, das habe ich mir früher auch angeschaut. Hier ist auch eine kleine Tastenbelegung, wie es funktioniert, habt ihr aber auf meinem Kanal auch. Und ja, weiter, des Weiteren. Hier, die Datei habe ich mir runter, also dieses, das ist das Packy. Ja. Gut, hier habt ihr die Changelogs. Machen wir mal auf. Bugfixes für verschiedene Sachen, zum Beispiel die Red 7. Ja, ein paar Bugfixes halt. Und die Sachen, die Add-ons, was dazukommen sind. Dann habt ihr hier noch eine Kompatibilitätsliste. Die hier, das ist halt die Kompatibilitätsliste für die Xbox. Hier seht ihr, welche Spiele getestet wurden. Zum Beispiel Fallout 3, Brink, kenne ich nicht. Mass Effect 3, Halo 3, Crysis 2, Battlefield 3. Also hier seht ihr schon mal, Battlefield 3 funktioniert. Also das brauche ich für euch nicht testen. Es ist getestet worden, sieht man hier im Hackerl. Battlefield Bad Companies, The Darkness 2, Duke Nukem Forever, Doom und so weiter. Hier habe ich drei Infinity Ward Spiele. Call of Duty 2, Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3. Also Modern Warfare 3 hat man bei meinen Videos gesehen, dass es funktioniert. Nur meine Frage ist jetzt, funktioniert auch Black Ops 2? Das weiß ich eben nicht. Das werde ich aber demnächst dann bald testen. Und ja, dann werden wir sehen, ob es funktioniert oder nicht. Hier ist auch komischerweise nicht von Treyarch Black Ops 2 dabei. Obwohl hier unten bei der PS3, da PS3 Games, obwohl hier steht Treyarch Call of Duty Black Ops wurde getestet. Also jetzt meine Frage, ob es auf der... Okay, egal. Meine Frage ist halt, ob auf der Xbox auch Black Ops 2 gibt. Also Black Ops 2 und Black Ops 1, ob die funktionieren. Das werde ich für euch testen. Egal, ob diese Liste hier jetzt da stimmt oder nicht. Ich werde euch die zwei Spiele testen. Bei MW3 haben wir schon gesehen, dass es funktioniert. So,
dass die Leute nicht mehr fragen müssen, welche Maus und was alles funktioniert, könnt ihr hier in der Liste sehen. Also von den Mäusen her funktioniert von Alienware der MX51, von Hammerbau Sachen funktioniert der U-Rage, U-Rage Mobile, Panelizer, Panelizer Pro, U-Rage Evo ist sogar recommended, Recommendation. Also wenn ihr gut spielen wollt mit der Maus, dann nehmt euch die U-Rage Evo. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne keine von diesen Mäusen. Vielleicht die Razer Sachen kenne ich. Die Rockart, ja. Okay, mir läutet. Und ja, hier habt ihr eine komplett. Gott nochmal. Also hier seht ihr mal eine ganze Liste für die Mäuse. Und hier die Keyboards. Alienware, Sniper, Cyber Sniper und bla bla bla. Da ist auch wieder eine Recommendation von U-Rage Exodus. Und ja. Hier seht ihr alles, was ihr verwenden könnt. Deswegen braucht ihr mich nicht mehr fragen, welche Sachen getestet wurden, also welche Sachen funktionieren oder nicht. Ich weiß es nämlich selber nicht. Ich habe eine ganz normale 0815 Maus von 10 Jahren. Ja, ziemlich alt auf jeden Fall. So, ihr wollt sicher wissen, wie funktioniert das. Also, ihr nehmt euren Hammer Speedshot. Ganz einfach, nur den Hammer Speedshot nehmen. Und dazu braucht ihr dann einfach nur diese Datei, diese Xbox-Datei. Die ihr hier seht, öffnen. Und wenn die offen ist, haltet ihr die Home-Taste vom Hammer Speedshot und schließt den Hammer Speedshot, während ihr gedrückt haltet, die Home-Taste, schließt es im PC an. Sobald dann bei dem Programm, ich öffne mal, hier oben bei Device euer Gerät steht und die Version 1.00 steht, dann könnt ihr die Home-Taste auslassen. Sobald ihr ausgelassen habt, drückt ihr hier auf das Update, das Update rennt durch. Danach steht hier Version 1.1, genauso wie hier unten. Der Hammer Speedshot ist komplett abgedatet. Ihr braucht sonst nichts mehr machen. Das war alles. Ich zeige euch dann, wann ihr alles schließen könnt. Hier. So schaut das dann aus. So, zoomen wir mal rein. Also, hier habt ihr Update and Verify OK. Release for, also Version 1.10. Wenn ihr das seht, könnt ihr OK klicken, zumachen, alles zumachen, Hammer Speedshot abstecken, also ja, abschließen vom PC, alles zumachen, ran an die Xbox, Maus und Tastatur anschließen und fertig, ihr könnt zocken. Ja, also das war die Erklärung von Hammer Speedshot. Falls ihr mehr Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Ciao.